Neue Runde Dota 2. Mal gucken, was ich spiele. Ich habe dem gerade die Mitte gegeben, weil er da so, weil er so unbedingt wollte. Dachte, ja gut, dann gebe ich ihm die Mitte. Wollte ich eigentlich ein Enigma nehmen oder was in die Richtung? Jetzt haben sie aber dann so gepickt. Ich bin aber gerade in guter Laune. Zumindest bin ich einfach, besser gesagt, bin ich gar nicht. Gute Laune ist übertrieben. Ich bin einfach so gechillt. Ich denke mir gerade, mir ist alles relativ wurscht. Was nehmen wir denn? Ich hab Bock auf Disruptor, den habe ich lange nicht gespielt. Ich finde ihn geil. Ich hab Bock auf Disruptor irgendwie. The Stormcrafter. Disruptor ist ein cooler Held. Bisschen vom Team abhängig. Aber mit den Kollegen gar nicht so schlecht. Zwei Tangos. Jetzt geht's los. Kriegt er die gerade von dem. Ups. Gave it Punch by accident. Der stand gerade aber so dick. So. Punch. Can you give the other one? So. Holen wir noch ein Server Ward. Friendly Mate, der Wahnsinn. So, probieren wir es mal wieder als Support. Zuletzt war es dann immer ziemlich mies, aber wir gucken mal, dass wir uns auf unsere Cores verlassen können, hoffentlich. Der will schnelle Tranquils bauen. Go to the top. Kinetic Field angefangen. Na dann. Hätte vielleicht auch noch nicht slappeln sollen, sondern sich noch seinen Phantom, also seinen Doppelgänger so rum, übrig lassen sollen, dann ist nicht ganz so gefährlich geworden. Machen sie welche komische Tri-Lane-Scheiße. Ich habe jetzt mit Kinetic Field natürlich nicht viel zu melden. Ich kann auch nicht gut traden mit Liquid Fire. Vor allem, da ich auch schon zwei weggegeben habe. Gucken. Patch. You can't stay top. You have to gank bottom. Gucken, ob er darauf reagiert. Weil er macht ja nichts gegen Anti-Mage. Eigentlich saugt er nur XP ab. Patch, let Nyx get levels. So, als nächstes mal das Glimpse mitnehmen. Ja, ist ganz gut, wenn sie ein bisschen zu weit. Mal zu weit diven vielleicht. Dass wir dann mit dem Glimpse. Vielleicht möchte ich auch noch Level 2 werden. Gucken. Glimpsen zu weit gehen, mal schauen. Ist der Patch? Okay. Bin jetzt eher einfach so oben, mir alles wurscht. Ich bleib einfach mal oben. Tja, dumme Menschen, schade drum.
Can't help you much there, Phantom Lancer. We need Pudge here. Be careful, just go. Ja, ich weiß nicht, ob der Phantom, warum ist er denn wiedergekommen? Warum gehen wir an die Base? Der war eh schon auf halbem Weg. Und heilt sich. Jetzt geht der Nyx zurück. Was machen die denn? Naja. Ich gehe mal unten gleich einen Ward aufstellen. Und sonst muss der Phantom Lancer da gerade. Dann kann ich viel machen. Dann kriegt der, versucht er XP zu bekommen. Machen wir es mal so rum. Okay, der Nyx ist gleich wieder hochgegangen, weil er sich dachte, dass es eine gute Idee wäre. Mal ein Kurier-Upgrade. So. Dem kann ich aber eh nicht viel helfen. Ich habe einfach so XP. Guck mal, ob wir den Anti-Mages. Wollen sie nur angreifen, den Anti-Mage? Ja, den Stun sollten wir nicht. Der Patch war auch nicht so richtig interessiert, irgendwas zu machen, oder? Leider. Ich sag mir die mal. Die Idee wäre vom Patch mit Rod hinzugehen, ihn zum Blinken zu bringen. Gucken wir gleich neue Wards. Die Idee wäre halt vom Patch hinzugehen, dann kriegen wir ihn vielleicht dahin. Eisball fragt, warum ich oben bin, weil wir irgendwas versuchen müssen. Unten kann ich halt nichts machen gegen den Dazzle und gegen Jakiro. Mit beiden kann ich nicht traden. Als Disruptor. Disruptor ist kein. Selbst 2-on-2 ist Disruptor kein guter Held und 2 gegen 3 schon gar nicht. Disruptor ist halt eigentlich ein guter Held, sag ich mit Patch, wenn man jemanden zurückglimpst. Und mit dem Phantom Lancer, wenn man ihn unter Druck setzt, aber nicht. Gegen die Tri-Lane, da ist das leider ist ein sehr schwacher Held in der Hinsicht. Weil das Glimpse überhaupt nicht zum Einsatz kommt. Das Glimpse ist ja rein, wenn du in der Überzahl bist. Once again, video games. Use Rod, make him blink. Patch. Die Range vom war noch zu klein. Ja, Level 1 Glimpse, schade. So, ich einmal Boots, damit ich vielleicht dann doch schneller dabei bin. Und dann die nächsten Wards. Und versuchen wir es ein bisschen zu warden und gucken mal, irgendwas machen. Bin ich ganz sicher, was mit Nyx Assassin und Patch los ist. Yeah, I know. Just try to get some level and then maybe in the mid-game get some farm. Can't really help you, West Disruptor. Achso, der Ding ist immer noch weg. Hat jemand erstmal pausiert? Nö. Ich habe einen Thunderstrike mitgenommen für die Vision halt, die man oft braucht. Was macht der überhaupt? Also er gankt ja auch die Mitte nicht. Ich weiß gar nicht, was er sich so denkt. Wahrscheinlich so wahnsinnig viel. Denn Voker denkt sich so, fuck this shit. Also idealerweise hätten wir den Nyx alleine gelassen, damit er halt Erfahrungspunkte kriegt. Die er jetzt nicht hat. Wenigstens der Phantom Lancer kriegt vielleicht ein bisschen Erfahrungspunkte, bevor ich ihm die Hälfte auch noch klaue. Und wir hoffen mal, dass der Voker wiederkommt. Der ja unbedingt die Mitte haben wollte, die ich mir dann überlassen habe. Da ist er.
Where were we? Radiant was pushing. Or was it? So, den zweiten Ward würde ich mir gleich noch kaufen. Der Nyx hat auch schon keine Lust mehr, denkt sie auch nur so, ich sitze hier einfach mal an der Seite, mach mal nichts. Wir können ja halt den Anti-Mage nicht so unter Druck setzen, wie sie es unten machen und auch nicht den Tower. Können ihn ein bisschen nerven. So. Hat jetzt noch ein bisschen Kurier, bis der Phantom Lancer ihn bekommen hat. So, mal her damit. Wenn die so noch zu zweit sind, dann kann man dem Phantom Lancer ein bisschen helfen. Erstmal hole ich mir die Wards, stell die mal auf. Tja. Your bottom tower is under attack. So. Bottom tower being attacked. Da kriegen wir jetzt wenigstens nochmal einen Kill, bevor ich hier weggehe. Autsch. Ich glaube, ich sollte da oben mit denen nicht nochmal was versuchen. Das ist nicht so erfolgsversprechend. Jetzt haben wir unten nur noch den Sniper. Leider nicht mehr so viel. HP, dass wir wirklich einen Chase machen können. Ja, dann stelle ich hier oben auf, an der Seite. Na? Schade. Go for Dazzle. Vielleicht. Invoker. Warum hat denn der Schiss vom Dazzle? Unser. Sehr schön. Dafür schenkt er uns das. Auch nett. Unten läuft der rum. Als nächstes in dem Spiel wahrscheinlich. So, jetzt lassen wir den Phantom Lancer unten allein. Ich gebe ihm unten mal noch einen Ward, dass er ein bisschen Sicherheit hat. Und die Gangs rechtzeitig kommen, sieht, obwohl ich gerade ein bisschen XP mal bekommen habe, der ist gar nicht schlecht, weil ich ein höheres Level auf Glimpse habe. Top Tower under siege. Your top tower has been destroyed. Bringe mal ein bisschen Regeneration. Nach unten stelle ich gleich einen Ward auf. Der Phantom Lancer hat jetzt ein bisschen Farm, das ist doch nett. Ich brauche den Invoker mal in der Mitte hier. Und Level 3 auf Klims immerhin. Obwohl es gegen OD halt nicht so doll ist.
Okay, was war das? Imprison denn? Weiß man auch nicht so richtig. Der Phantom Lance hat ein bisschen Space jetzt. Freue ich mich für ihn. Der braucht das auch wirklich. Vor allem kriegen wir auch mal... Ups, wir rennen gar kein Dings mehr. Ich habe tatsächlich gedacht, ich hätte noch einen Ward. Okay. Der Patch ist der Meinung, er hat uns in dem Spiel noch nicht genug mitgeteilt, dass er völlig ahnungslos ist. Aber hat er eigentlich schon ganz gut gemacht. Braucht er gar nicht mehr. Das haben wir schon verstanden. Braucht er sich gar nicht so viel Mühe geben. Sie haben natürlich gegen Glimpse mit dem OD ein paar Möglichkeiten. Das ärgert mich ein bisschen. So mal her mit den Wards. Ich mache erstmal. Ich stelle mal ein. Wo stelle ich ihn auf? Mal gucken. Hook, hookety hook. Hook, hookety hook. Ja, fast. War nicht ganz ideal, wie ich es gern gehabt hätte. Den Sniper bekommen, sehr schön. Na, muss ein bisschen defensiv bleiben gerade. Sehr schön. Und den Phantom Lancer lassen jetzt... Das ist echt ganz nice. Das klappt ganz gut jetzt. Wir setzen die bis unter Druck und den Phantom Lancer lassen, ignorieren sie jetzt völlig. Da machen sie gar nichts mehr gerade. Mit dem Phantom Lancer. So. Utzep ist extrem stark. Auf Disruptor. Tja, dass sie mit unseren Kack-Lanes das so uns so viel Comeback-Potenzial gerade geben. War nicht gerade klug von ihnen. Okay, das habe ich fertig. Sehr schön. Ja, ich brauche meine Items auch mal. Let's go. Ach, fuck it.
bisschen zu langsam. Ich meine, ich hätte viel ein bisschen früher machen müssen. Scheiße, hätte ich mir vielleicht doch schon mal meinen Jutzepter holen sollen. Damit kann man es nämlich einfacher machen. Aber jetzt wenigstens. Den Burgers quer über die Map geholt. So, mit dem Jutzepter. Den OD bekommen. Komm mal her. Nimm mal einen Smoke mit. Ach, nehmen wir gleich einen zweiten mit. So. Und als nächstes einmal Sentry Wards. Field als nächstes mitnehmen. Ich kaufe mir jetzt langsam die Wards aus. Damit auf dem Weg nach oben. Oh, die ist hier. Man kennt Fiese noch ein bisschen zu langsam. Wollte ich den Dazzle weghalten, damit er nicht heilen kann. Aber wir sind zu greedy, weil ich versucht habe, gleichzeitig den AM und den Dazzle mit reinzubekommen. Und das kostet ihm das Leben noch. Oh, doch nicht. Ganz knapp. Wenn er das Leben kostet, weil er angegriffen wurde. Ja, es war ein bisschen zu greedy zu versuchen, beide mit dem Ulti zu erwischen. Dadurch stand der Dazzle zu nah am Rand und konnte aus dem Kinetic Field rauslaufen. Stelle ich mal einen nach unten auf. Wenn gerade so viele tot sind, kann ich das einigermaßen ungefährdet machen. Na, der Dazzle. Hat der OD rum, zusammen mit dem Jakiro. Sauber. Da war ich mal nicht zu greedy. Schön den Anti-Mage noch bekommen.
gönne mir sogar mal Level. Verrückte Idee. Naja, stopp. So. Schade. So, das mal weggeholt. Beinahe. Das Grave kam gerade noch rechtzeitig. Soll nicht sehen, dass ich das da drüben aufstelle. Ach fuck, da hatten sie schon einen Sentry. Habe ich ein bisschen befürchtet fast. Na, war ein Versuch wert. Fuckers. Fuckers. Hier müsste ein Sentry von ihnen sein. Glaube ich zumindest. So. Den Dazzle mal erwischen, weil der rettet die Spinne immer. So, ich hab mal hinten. Autsch. Der Dazzle war so weit weg. Aber ich habe es gerade irgendwie schon wieder falsch gemacht. Ich weiß nicht, ich spiele den Woker heute ein bisschen komisch. Den Disruptor ein bisschen komisch zwischendurch. Das Setup war ganz okay. Aber ich habe das knapp viel zu spät gemacht. Ich würde schon ein paar Mal, keine Ahnung, irgendwie bin ich da ein bisschen verpennt. Wie es aussieht. Bisschen peinlich. Autsch. Das war knapp. Stelle mich unten einen auf. Wenn wir die Vision gut haben, können wir dann Roshan machen.
We should do Roshan next. Den Quatsch. Help me deward here. Guys, can you help me deward? Vielleicht auch nicht. Dass ich den Disruptor, den. Okay, we're on board. Dass ich den Dazzle mit erwische. Phantom Dancer. Tja, das ist ein bisschen unnötig. High Ground Sentry noch losgeworden. Get the Melee Rex. Danke. Na, gut, dass der Sentry schon weg ist. Als nächstes Arcane Boots vielleicht, wahrscheinlich. Beleg gerade. Four-Star wäre sonst auch relativ gut für mich. Ich glaube, ich hole mir lieber eine Four-Star. Auch gegen den Anti-Mage. Warden hat auch so viel, dann hat er da zwei Supports. Ich glaube, ich warte mal kurz, bis ich den Observer aufstelle. Brauche ich mal ein paar mehr auf der Map. Den haben sie noch nicht gefunden. Dann stelle ich mal oben in ihren Jungle mehrere auf und dann können wir da mal ganken gehen. Naja, gönnen wir uns den einen doch schon mal hier. Komm, schneller. Ja,
sind nur die Illusions vom... Ey, ich mach's heute den ganzen Tag falsch, jedes Mal. Das ist so peinlich. Moment, habe ich es lange genug rausgehalten, aber fuck it, ey. Warum mache ich das denn jedes Mal? Ich weiß es nicht. Zu lange kein Disruptor gespielt. Bin ich mir lang genug beschäftigt gehalten. Das muss reichen für heute. Mache ich jetzt zum dritten Mal hintereinander falsch. Wahnsinn. Oh, sehr schön. Das Klingel fängt immer zu spät. Das ist jedes Mal bis jetzt gerade so. Das ist echt jedes Mal so. Wahnsinn. Man macht auch mal erst das Kinetic Field und dann den Static Storm. Das ist auch null Grund, das andersrum zu machen, weil das Static Storm ja instant ist. Static Storm ist ja instant und Kinetic Field muss ich erst aufbauen. Ich weiß nicht genau, warum ich das da jedes Mal verkehrt rumgemacht habe. Aber... irgendwie... Das muss erstmal reichen. Der Sentry steht zwar noch, aber ich will nicht sterben. So, jetzt habe ich gleich meinen Four-Star fertig. Na, das haben sie natürlich mitbekommen, weil ich da ewig rumgegammelt bin. Ungefähr 17 Jahre. Na, wo soll ich das dann machen? Sein Shit kaufen. Hier steht nur ein Sentry, kein Observer mehr. Vielleicht schaffe ich es einmal jetzt noch. Sollen wir aufpassen, wo der. Wo der Dazzle mit steht, sonst bringt mein Ulti nämlich leider nicht so wahnsinnig viel. Den Anti-Mage bekommen. Jetzt meine ich keinen Mana mehr, aber das, diesmal war es gewollt, weil so viele andere noch drumherum standen, dass ich den Static Storm noch rauskriege. Da wusste ich wenigstens, er stirbt nach dem Youth Scepter und dem Grave. So, darf ich jetzt endlich mal meinen Four-Star haben? Der würde mir sehr weiterhelfen. Das ist ein bisschen mein Problem. Die Combo würde ich gerne ein bisschen anders anwenden. Aber der Dazzle, irgendwie muss ich mal ein bisschen Auge auf den blöden Dazzle haben. Ich mache mal Tranquil Boots einfach ein bisschen für Movement Speed. Check Roshan. Yay, Four Staff. Well, now we know it's not up.
Mal gucken. Autsch, das war ein bisschen unvorsichtig. Das traue ich mich auch gerade nicht mehr so arg hier zu warden und zu dewarden. Den Walker hält die ein bisschen beschäftigt. Oh, die werden ein bisschen rauspushen. Würde ich unten gerne noch einmal die warden, dann können wir dann Roshan machen. Wenn er denn ab ist, schauen wir mal. Nope. It's not up yet. Sollen wir mal kurz helfen? Jetzt können wir auch ganz gut Roshan machen. Take Rosh. Kommen sie nicht. Ein bisschen XP abgreifen. So. Das ist übrigens die Sache, die ich meinte, als wir darüber oder wenn ich oft Core spiele, wenn ich meine, wir müssen die anderen einfach mal ein bisschen versuchen, Vision zu behalten. Und bevor wir irgendwie schwierige Highgrounds versuchen, was jetzt ein-, zweimal schief ging, kann man sich Roshan holen, indem man das vernünftig wardet und das ist mal das, was ich dann so ein bisschen bemängel, wenn das halt andersrum nicht gemacht wird. Weil so gewinnt man dann Spiele, in denen man vorne liegt. Und das sieht man aber viel zu häufig, dass es halt immer ziemlich schief geht. Immerhin pushen wir ganz vernünftig, wenn wir die Chance dazu haben. Und kriegen es jetzt hoffentlich ganz gut hin. Focus on the buildings, guys. Warum können wir nicht auf die Gebäude gehen? Das war wieder viel zu undurchsichtig gerade. Sehr schön, der Invoker macht das wenigstens jetzt nochmal. Can we get the melee rex, guys? Guys, get megas, please. Mit meinem erbärmlichen Right-Click. Danke. Naja. Ich hab, weiß nicht genau, was mit mir los war in diesem Spiel. Ich habe dreimal immer meine Combo verkehrt rumgemacht. Und dann wusste ich es ja eigentlich, dann habe ich es beim nächsten Mal wieder verkehrt rumgemacht.
bin ich nicht ganz sicher, was da war. Aber wir haben trotz des beschissenen Anfangs, und die waren auch zusammen, was wir pfeifen. Vor allem haben sie sich gegenseitig die Lane kaputt gemacht. Wie schlecht die beide waren. Der Patch hat dem Nyx die Assassin die XP geklaut. Warum will man das denn? Wenn man schon zusammen ist und sich überlegt, wir machen eine Dual Lane, dann doch nicht eine schlechte Dual Lane. Naja. Das hat ganz gut geklappt, da mit dem Warden und ich weiß nicht genau, warum die so zurückgefallen sind. Hätte ihnen eigentlich nicht passieren dürfen, ehrlich gesagt, nach dem Start, den sie hatten. Der Invoker, für den Invoker lief es halt gut. Das wird wahrscheinlich auch, ich habe gerade ein bisschen überlegt, der Invoker hat halt ein gutes Spiel gehabt und der konnte dann davon profitieren und dann hatten wir genug Space für den Phantom Lancer, den ich dann irgendwann alleine gelassen habe, damit er halt wenigstens XP bekommt. Aber ich konnte ihm wieder beim Farmen helfen, noch irgendwie da Puls machen, noch konnte ich den Dazzle oder den Jakiro zonen. Haben wir das Beste draus gemacht und dann hat es ganz gut geklappt, wie gesagt, dank des Invokers auch. Und der PL hat dann, nachdem sie dann woanders beschäftigt waren, konnte er ihn gut aufholen. Tja, die beiden, das waren mal richtige Deppen. Gut, dass das nicht ausgereicht hat, dass wir diese zwei Deppen im Team hatten.